langer Zeit mal wieder ein Review vom Gore-Minister. Hat ja ein bisschen länger gedauert. Warum heute auf Deutsch? Ja, weil wir eine deutsche Band reviewen, die sehr viel Wortwitz in ihren Texten und in ihren Titeln hat. Deswegen könnte ich das gar nicht auf Englisch übersetzen. Das würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Die Rede ist von Urinaltribunal. Das ist ja schon fast eine Ehre, dass ich das reviewen darf, weil, kurze Story vorab, wir haben die auf dem Ranger Rock 2015 gesehen, beziehungsweise haben wir da mit den Fickern gespielt und da haben die auch gespielt. Vorher sagten die mir eigentlich gar nichts und dann habe ich den Auftritt gesehen und habe die Band mega gefeiert, also richtig gut. Habe mir damals allerdings, zu meiner Schande muss ich gestehen, keine CD gekauft, aber wie ihr wisst, höre ich ja nicht so wirklich CDs. Ich habe ja keinen CD-Player. Ich habe ja nur einen Plattenspieler und ein Tape-Deck. Ich bin ja noch oldschool. So, aber jetzt habe ich von dem Matthias, eine schöne CD, dieses schöne Digipack hier zugeschickt bekommen. Und da wollen wir jetzt mal reinhören. Ich habe vorher noch nicht reingehört, deswegen höre ich das jetzt tatsächlich zum allerersten Mal. Habe mir hier schon mein Jackie Cola, ein bisschen was draus getrunken, Jackie Cola zurechtgestellt. Ich glaube, das ist passend zu dieser Musik. Und jetzt hören wir da einfach mal rein. Track 1 heißt Gebrüder Rim. Okay, los geht's. Ja, Samples, sehr gut. Ist das schon der erste Track? Nee, nee. Nee, ich muss hier. Ach, CDs und ich und CDs. Wisst ihr, da müssen wir. So, jetzt hier. Wo haben wir es denn? So, damit fängt's an. Gebrüder Rim. Ja, wer kennt's nicht, ne? Den Kasper. Ja, Urinaltribunal. Was soll ich dazu sagen? Großartige Liveband auf jeden Fall. Ah, jetzt geht's los. Ja, schön treibend, ne? Aber ist wahrscheinlich nur ein Intro, ne? Das ist jetzt auch gleich schon wieder vorbei, deswegen skippen wir jetzt mal weiter. Was? Analfrontal. Ich ficke tief rein. Oh. Grindcore-Geschipper. Oldschool. Okay, Geschipper, was haben wir denn als nächstes? Als nächstes haben wir was? Das. Was? Burka Contra. Was? Die haben so eine komische Schriftart hier verwendet. Kann aber auch an der Sonnenbrille liegen. Burka Contra. Tanga. Ach, Burka Contra Tanga. Das haben die zusammengeschrieben. Deswegen muss ich erstmal rausfinden, wie das gemeint war. Burka Contra Tanga. Ja, Tanga gewinnt. So, Klosettkabinett als nächstes. Also ihr hört schon, wie hier das Ei gepellt wird. Das ist richtig schön rumpelig, aber durchaus passend produziert. Sehr punkig. Dual Vocals, oder? Ja, schön immer grunzen und schreien, abwechseln, das ist gut. Die haben auch hier immer so Scheide drauf und so. Und zwei Mädels, die beim Fahrten helfen. Das haben wir hier drin. Ja, auch schön. Kein Booklet, aber nices Digipack. Ja, was soll ich sagen? Das wird jetzt wahrscheinlich so weitergehen die ganze Zeit. Machen wir mal den nächsten Track hier. Was ist denn Titel Nummer 5? Testosteron-Explosion. Und als nächstes Flatulenz-Korrespondenz. Oh, Rock'n'Roll. Yeah. Come on. Ja, rock'n'rollig. Also sehr schön, auch facettenreich. Geballer, Rock'n'Roll. Das ist ja auch so ein bisschen den Ficker-Spirit haben die schon. Also das kann man nicht abstreiten. Da ist so ein bisschen Ficker-Spirit drin. Finde ich korrekt, finde ich echt gut. Ich mag das ja, wenn eine Band abwechslungsreich ist und nicht irgendwie nur plumpes Geschepper macht oder die ganze Zeit sich auf ihren Soli einkeult oder so.
und sage, guck mal hier, wie technisch wir sind die geilsten, tralala. Nee, ihr müsst Songs schreiben. Ihr müsst auch Songs schreiben, die man auseinanderhalten kann. Und ich glaube, das haben Urinaltribunal recht gut drauf. Auf jeden Fall sind die live eine Macht. Also, wie gesagt, ich kannte die Form Ranger Rock gar nicht. Ich habe mir gedacht, Urinaltribunal, was ist so eine Rumpelkombo? Und dann spielen die, ich glaube, so, sind doch nur drei, oder? Ich meine, das sind nur drei. Ja, es sind nur drei. Und einer trägt immer so eine Einhorn-Maske. Fantastische Liveband. Machen richtig, richtig, richtig Laune und transportieren das, was ich im Live so gut fand, tatsächlich auch auf die CD rüber. Jetzt machen wir nochmal weiter hier, weil wir sind ja noch lange nicht durch. Die Nummer 7. Gonorrhoe Gourmet. Ja, also insgesamt hat die CD 24 Tracks. Im Schnitt so anderthalb bis zwei Minuten Länge. Das ist halt ja, das ist Standard für die Art von Musik. Also ich verlinke euch unten in der Beschreibung, könnt ihr nochmal gucken. Da verlinke ich euch noch die Bandseite etc. pp. Und packt da auch noch ein paar witzige Sachen rein, wo ihr das dann auch bestellen könnt, wenn ihr denn interessiert seid. Ich weiß den Preis jetzt leider nicht, weil ich die Jungs waren so lieb und haben mir das umsonst geschickt. Und es tut mir auch fürchterlich leid, dass es so lange gedauert hat, bis ich mich hier hingesetzt habe, um mir die Rotze reinzuziehen. Aber ich bin sehr angenehm überrascht, dass, wie gesagt, diese großartige Live-Performance, was sie halt immer drauf haben, wirklich auf CD transportieren und dass ich auch schmunzeln muss. Jetzt hören wir uns als Abschluss nochmal einen Song an, der ist mir direkt ins Auge gesprungen, der heißt Fotzenrotz. Das ist auch wieder ein... So. Und zack, ich glaube, da haben wir sogar schon den Hit der CD, unbewusst. Ja, großartig, großartige D-Beat-Nummer. Wenn's jetzt... So, das ist ja noch der Auftakt. Jetzt gleich 3, 2, 4, Bier. Ah ne, nochmal einmal. 3, 2, 4, Bier. Ja, großartige Scheibe, also wer das mag, ne? Also wenn du jetzt auf hochtechnischen Death Metal stehst oder irgendwie so ein Prog-Rock oder sowas, dann ist Urinaltribunal definitiv nicht deine Band. Aber wenn du ein Fan von den Fickern bist, dann kannst du Kadaverficker mal in gut hören, wenn du Urinaltribunal hörst. Also wirklich, ja, nice das Album. Wenn ich jetzt Punkte vergeben müsste von 1 bis 10, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas um 9,98 oder... Ja, 6 geben, aber ich vergebe keine Punkte. Ich sag immer, ich empfehle das den Leuten, von denen ich denke, dass die sowas hören. Das heißt, wenn ihr Grindcore mögt, der ein bisschen außergewöhnlicher ist und wo man sich auch ein bisschen Gedanken über Abwechslung macht, dann könnt ihr euch Urinaltribunal reinziehen. Und was haben wir jetzt hier? Ja, Penisparty mit schönen, clean Gitarren. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Ich mache jetzt noch, schneid dahinter jetzt nochmal ein Video, damit wir die Spielzeit voll kriegen. Dann könnt ihr euch nochmal einen Song ohne mein Gelaber reinziehen. Ich hoffe, das ist okay, Jungs, wenn ich jetzt einfach mal von dieser CD klaue. Wie gesagt, geht auf Facebook, liked die Band, kauft das Album und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.